Wann kommt Toralei? Ich hab doch gesagt, sie soll kommen. Na toll, jetzt hat meine Mutter mir jetzt mal die Kleine aufgezwungen. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Schön einschlafen, Süße. Und was willst du jetzt von mir? Endlich bist du gekommen. Wir müssen aber woanders hin. Hier schlafen die Kleinen. Komm doch einfach in mein Zimmer. Was besprechen die? Schnell hinterher! Was die wohl besprechen? Jetzt komm schon, ich hab nicht ewig Zeit. Du hast Frankie ins Krankenhaus gebracht. Du alleine bist dazu zuständig, dass sie wieder gesund wird. Aha. Ist dir das wirklich so egal? Nein, natürlich nicht. Es war ein Schock für mich, als ich Frankie da so sah. Aber? Ich weiß nur, ich kann sie retten, bla bla bla. Kann gut sein, aber wenn ich dann sie rette, dann sind alle meine Kräfte weg, alle meine bösen Kräfte. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Ob Frankie sie bekommt, wenn Frankie sie bekommt, wird sie böse. Oder ob sie einfach weg sind, aber ich bin dann kein Superheld mehr. Hallo, Frankie stirbt. Du kannst sie nicht hängen lassen. Diese paar Kräfte. Na gut, da muss Frankie mir aber versprechen, oder besser gesagt du, dass wenn sie die Kräfte bekommt, dass sie mir die Zwang wieder zurückgibt. Damit wir wieder das Problem haben, dass du wieder alles kaputt und zerstörst machst. Deine Wahl, Wonderwolf. Oh mein Gott, meine Schwester ist Wonderwolf? Und Toralei ist Kittes Two-Wolf? Das muss ich Mama erzählen. Das ist nicht mein Freund im Kindergarten. Schnell! Komm, du musst Frankie retten. Ja, aber normal geht's wohl nicht. Ich muss dich wohl erst umziehen. Ihr Zustand hat sich wahrscheinlich nicht wieder verbessert. Nein, nicht wirklich. Aber ich weiß jetzt, wie wir sie retten. Aber ich muss alleine bei ihr sein. Natürlich, ich gebe ihnen viel Zeit mit ihr alleine. Ich gehe dann mal. Wann kommt sie hier? Hier bin ich, endlich. Hä? Wo bin ich? Wow, ganz ruhig. Was hast du mit mir gemacht? Frankie, du lebst. Könnt ihr mir mal das erklären? Oh, ich habe dich aus Versehen angegriffen und du warst selbst noch kein Superheld. Und so habe ich dir die ganze Kraft genommen. Ich musste dich retten. Okay. Und ich selber habe jetzt keine Kraft mehr. Und bin also kein Superheld mehr. Und ich? Weiß ich nicht. Doch, du bist einer. Ich brauche mal meine Ruhe. Geht mal bitte raus. Natürlich. Oh mein Gott, wie lange lag ich denn im Krankenhaus? Oh. Warum ist meine Hand so heiß? Oh mein Gott!